So, Leute, ich habe mal irgendwann gesagt, dass wir vielleicht mal die Geheimgänge abgehen werden. Also so ein bisschen, wahrscheinlich nicht alle, aber ich wollte es zumindest mal gezeigt haben. Und ja, das machen wir jetzt hier im Sports-Mix-Mode im Pilzcup. Ich habe die ersten beiden Matches schon wieder neu gespielt, weil das wäre einfach Zeitverschwendung, das jetzt doch mal ein paar zu machen, meiner Meinung nach. Und ja, hier hat sich einfach rechts ein Weg aufgetan, kurz vor dem Finale, und den werden wir jetzt gehen. Ich habe das Ganze schon einmal probiert. Das Problem ist, mir ist eine Sache aufgefallen. Tatsächlich ist der Sports-Mix-Modus einfach nur darauf ausgelegt, dass man ihn auf Extrem spielt. Also es gibt ihn wirklich nur auf Schwierigkeitsstufe Extrem. Wie gesagt, das Gute ist, man kann halt so viele Charaktere für alle Sportarten freischalten, aber es ist halt mega schwer, ne? Und es kann sein, dass ich hier irgendwie nochmal neu starten muss oder irgendwie sowas, weil sobald man einmal verliert, kommt man zurück auf das Turnierfeld und muss so gesehen das Finale machen, und dann haben wir nichts gewonnen. Das will ich nicht. Erziele 15 Punkte mit Sprungwürfen. Was sind Sprungwürfe? Achso, einfach springen und werfen wahrscheinlich. Das Spielerteam beginnt mit Ballbesitz. Okay. Wurfuhr. Achso, das sind die... Oh Gott, 15 Punkte. Aber das ist halt extrem, ne? Die werden uns halt auch nicht so leicht lassen. Ich habe Mogri genutzt. Verbleibt. Ach, okay, das ist halt doch ein bisschen fairer. Okay, ich weiß auch nicht, wie ich hier resette. Also für den Fall, dass ich... Wundervoll. Wenn wir immer perfekte Würfe werfen, dürften 15 kein Problem sein. Und da das Dreier sind, sowieso nicht, oder? Ich meine, ich werfe ja hier die ganze Zeit nur Dreier. Also jedenfalls von hier aus. Das heißt, fünfmal werfen? Also jetzt nur noch zweimal? Dann hätten wir es, oder? Ich hatte vorhin noch Volleyball gespielt, und da kriegt man ja nur einen Punkt dafür, dass man den Ball reinkriegt, also auf den Boden kriegt. Und meine Fresse, ja, das dauert lange. Wisst ihr ja schon längst. Ja, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das länger dauern wird. Okay, wir haben das erste Spiel geschafft, so gesehen. Beim ersten Mal, als ich das versucht habe, hatte ich auch was ganz anderes. Da hatte ich irgendwas mit Früchten, also das war eines dieser Minispiele, die man spielen kann. Würde ich gerne auch noch irgendwie zeigen, aber es kann sein, dass das hier auch einfach in diesem, bei diesen Geheimfaden drankommt. Deswegen müsste ich das dann eventuell nicht mehr. Weißmagierin, warum ist die denn hier? Wollen wir da hin? Wo kriegen wir denn mehr? Also können wir, gibt es irgendeinen Pfad, der uns mehr bringt? Oben sind mehr... Wir versuchen einfach mal zur Weißmagierin zu kommen, würde ich sagen. Weil dann können wir die freischalten. Glaub ich. Boah, ist, ja. Jetzt kann halt voll das Unfaire... Ja, Völkerball... Völkerball ist in Ordnung, das kann ich ja irgendwie. Also Völkerball, Basketball auch noch. Aber bei den anderen beiden, ja, habe ich ein bisschen Bammel vor, dass die drankommen. Jedes Team beginnt mit 30 Energiepunkten. Gewinne bei kurzer Angriffszeit. Weil die Wurfuhr 10 ist, oder wie? Na gut. Wie lange hatte ich schon den Ball 10 Sekunden lang? Ohne dass ich verzögert. Ich habe ja auch nie verzögert, so wirklich. Also. Bams. Ach so, und sie fliegen alle sofort raus. Das finde ich super. Wundervoll. Yes, und dann ist er draußen. Haben wir jetzt schon gewonnen, oder? Schönes Spiel. Okay. Es ist ein bisschen einfach, muss ich jetzt echt zugeben. Dafür, dass es auf Extrem ist, angeblich. Aber ich weiß noch ganz genau, dieses eine Match mit diesem Früchtespiel. Ich habe wirklich Aufnahme gedrückt und war richtig sauer, dass ich sofort rausgeworfen wurde. Also sofort wieder ins Turnierfeld reingeschmissen wurde. Das fand ich absolut eine Frechheit, muss ich sagen.
So, da ist ein Zaun im Weg, Mogri. Ich weiß ja nicht, wie wir da vorbeikommen wollen. Über einen Zaun steigen. Ja, klingt so leicht. Hockey. Oh Gott, ey. Sorbetmeer. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist eines dieser Minispiele, dieser besagten. Und da ich die noch nicht einmal gespielt habe jetzt hier in den letzten Jahren, keine Ahnung. Gewinne als erster dreimal. Wie funktioniert Hitzkopf? Hockey. Stoße deine Gegner mit Superschwingern vom Spielfeld, um zu punkten. Also so ein bisschen wie das Minispiel in Mario Party 8, beziehungsweise eigentlich noch eher wie in, wie ist das, Crash? Wie ist dieses Partyspiel auf der PS1? Schüttel die Würfel, um nicht runterzufallen. Okay. Huiuiui. Okay, das ist... Kann ich den hier... Los! Mogri! Kann ich den nicht runterkupsen? Wahrscheinlich soll ich den hier dann... Danke. Au. Okay, dreh dich mal aus. Oh. Okay, ich habe es noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung. Fall endlich! Boah! Was kann ich denn noch machen? Ach so, okay, ich kann mir den aufladen. Ach so. Ach so, okay. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Immer laden, Luigi, laden. So, genau. Okay, zum Glück hat mich Toad noch nie damit getroffen. Jetzt haben wir aber gewonnen, ne? Nee, das ist... Ich bin davon ausgegangen, dass es Best of Three ist. Nein, nicht in die Richtung. So, weg mit dir. Boah. Okay, aber das sind nette Minispiele, muss ich sagen. Vielleicht werde ich die doch einfach mal so spielen, wenn sie jetzt nicht zu häufig hier in den Geheimwegen dran kommen. Ich hoffe, die Aufnahme läuft richtig. Boah. Okay, kommen wir jetzt zur Weißmagierin. Das wäre nämlich endlich mal schön, wieder was freizuschalten. Mogri hat man ja ziemlich schnell freigeschaltet. Okay, wir müssen einmal... Okay, das könnte der Weg sein. Dieser Weg wird zur Weißmagierin führen. Und wenn wir die jetzt besiegen, glaube ich in einem Match, in einem ganz normalen... Im Volleyball. Nee, im Volleyball. Oh, der Kuppelstrand habe ich gerade gemacht. Spiele Weißmagierin frei. An Coopers Sonnenstrand setzen, wenn... Ich weiß das. Ich weiß dies. Aber es ist nur ein Satz. Es ist zum Glück nur ein Satz. Oh, ich hasse Volleyball. Ich habe so einen Hass auf dieses... So. Hoffentlich sind die ein bisschen leichter. Ich fühle mich sonst ein bisschen unter Druck gesetzt. Zum einen, weil wenn ich verliere, kann ich den ganzen Rotz hier nochmal neu machen. Oder ich resette irgendwie. Ich weiß, das ging irgendwie. Ich habe das als Kind immer gemacht. Glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das als Kind eigentlich so ziemlich immer gemacht habe. Warum bei uns? Oh, fuck it, ey. Bei uns gibt's keine. Was wollte ich sagen? Okay, wir können eigentlich wieder einen Superangriff starten. Der ist mit Luigi ja tatsächlich recht gut. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber... Luigis Superangriff ist OP. Damit haben wir halt schon mal ein paar Punkte. Die können halt easy aufholen, wenn die jetzt einmal richtig treffen.
Und Yoshis Zunge ist halt so lang, ne? Also ich will ja nicht wissen, was der alles in den Mund nimmt damit, aber... Also, ne? Das ist halt... Ah, tut mir leid, ich bin jetzt gerade ans Mikro gekommen. Ich bin Yoshi. Los, Mogri. Ja, ich mag das, wenn der NPC auch mal ein paar Punkte machen kann. Vor allem, wenn es mein Teammate ist. Boah, das war... Okay, ich wollte eine Finte machen. Weil ich davon ausgegangen bin, dass der mich nicht machen lässt. Okay. Muss ich mir merken, dass ich dann nicht so angreifen kann. Nein, ich darf die eigentlich nicht dahin locken. Zu den Münzen. Weil sonst kriegen die und machen mehr Punkte. Wir können uns mit den Münzen halt super aufholen. Wir müssen denen ein paar Münzen wegnehmen. Fuck, boah. Gut. Ah, wundervoll. Wir haben denen ein paar Münzen weggenommen und einen Punkt gemacht. So muss das, so hat das. Mogri, ja, du warst halt näher dran, ne? Tut mir leid, dass ich da jetzt... Ist aus, ja. Wollte schon sagen. Ich hätte mich sonst echt beschwert, also... Ja, ich habe auch kurzzeitig gedacht, dass die einen Punkt gemacht haben. Aber dann ist mir aufgefallen, ey, das ist hinter der Linie. Kann gar kein Punkt sein. Das ist Betrug. Gut gemacht, Mogri. Ich finde dich super. Kupo Kupo, wie du immer sagst, ne? Ja? Ah, der Mogri ist schon super. Achso, wir haben kein Item. Nein, Mogri! Oh, ne. Tja, aber die haben nicht wirklich einen richtigen Punkt gemacht. Erst wenn der Ball von... Also, wenn sie den Ball auf dem... zu uns schmettern, sag ich mal. Dann kriegen sie die Münzen zugeschrieben. Fuck, also so. Ich wollte das jetzt nur aus Demonstrationszwecken machen. Trotzdem, sie haben... Sie haben noch nichts erreicht in ihrem wertlosen Leben. Boah. Die hat auch noch so einen Ring um sich. Holy moly. Ich will vor allem auch den Schwarzmagier freischalten. Ey, ich kann... Ja gut, gut, dass ich das gemacht habe, denn sonst hätte die mir jetzt echt ein paar Münzen abgezogen. Okay, da kann ich echt nichts mehr machen. Ja. Da kann ich nichts mehr machen, dass sie die Münzen nicht kriegen. Es sieht gut aus, aber wir dürfen uns nicht zu früh freuen. Ohne Witz. Also wenn... Ja, also, ne? Und vor allem mit den ganzen Strömungen. Ich habe jetzt eigentlich lieber, dass ich nicht so viele Punkte kriege durch die Münzen. Weil, also wenn Münzen angeschwemmt werden, dann können auch halt die Gegner sehr viele Punkte machen. Ich spiele da lieber langsam und sicher. Muss ich sagen. Ah, oh, ich hätte schmettern sollen, also so. Oh nein, Mogri, du... Siehst du, und wenn sowas passiert... Ich bin davon ausgegangen, dass Mogri den hat, weil ich fand einfach, der stand ein bisschen näher. Aber ist natürlich mein Fehler gewesen. Das sowieso. Der Dumme bin immer ich. Okay, es sei denn, es ist halt wirklich sehr eindeutig, dass Mogri eben nicht derjenige ist. Also der NPC jedenfalls. Ja, kann ich nichts anders machen. Lalalalalalala. Da. Ach, die Mucke ist super. Ich finde, das ist die beste Mucke im Spiel. Gut, Kupo. Mogri-Fan 98. Kann man sich auch ein bisschen was gönnen hier. Jetzt können wir nicht kontern, aber wir haben ein paar Münzen. Yoshi hat so einen dämlichen... Ah! Achso, wir haben keinen... Aber der ist eine Maus, okay. Ah, gut. Aber einer reicht aus. Wenn wir den jetzt reinmachen... Wenn wir den jetzt reinmachen, dann... Ist eigentlich alles super. Und jetzt können wir den reinmachen. Oh! Spiele Weißmagierin frei. Hauptsache, das steht da unten noch. Aber ich habe gedacht, wir würden die eigentlich eher im Sternencup freischalten. Aber jetzt dürfen wir eigentlich für alle Sportarten Weißmagierin spielen können. Oh, meine Fresse.
Das war eine Geburt. Ich hoffe, wir werden nicht zum Pokal gesetzt oder so, also dass wir ganz normal weitermachen dürfen. Auf der Map. Das wäre nett. Fortsetzen. Okay, Glückwunsch. Weißmagierin ist jetzt im... Okay, in allen. Bitte lass das in allen sein. Wenn das jetzt nur ein Volk-Volleyball ist, dann fühle ich mich verarscht. Ich fühle mich verarscht. Okay. Das war also die Idee dahinter, dass ich sie in allen Sportarten freischalte. Ich kann sie in allen... Ja, dann spiele ich doch lieber Völkerball einzeln und dann mache ich die alle fertig im mindestens schweren Modus, ja? Was ist das denn? Und dann kommt hier noch ein Scheiß... Man wollte der mich denn eigentlich komplett verarschen? Mit einem Einstand. Das erste Team, das 2 Punkte in Führung geht, gewinnt den Satz. Okay. Aber was bringt mir das jetzt? Ich kann doch genauso gut verlieren. Oder nicht? Oh nee. Ich weiß nicht, ob ich den noch hätte kriegen können, weil das wäre eigentlich... Okay. Jetzt müssen wir... Ja, das war gut. Haben wir den Punkt wieder hergestellt. Wichtig ist jetzt, dass wir diesen Satz gewinnen. Fuck it. Nein, doch nicht dahin. Wundervoll. Und das macht auch sehr gute Schüsse. Okay, und jetzt haben wir auch noch den Superschuss. Das heißt, mit dem können wir vielleicht sogar noch einen Punkt machen. Also, wollte ich eigentlich. Das war mein Plan. Ah, wieso haben die denn jetzt plötzlich einen Stern? Das ist ja total verschwendet. Och nö. Wieder Einstand. Okay, man kriegt hier sehr schnell Sterne. Dummerweise. Ist halt das Item, das ich halt überhaupt nicht... leiden kann hier. Weil ich dann meine Pro-Taktiken nicht anwenden kann. Logischerweise. Ich bin ja so ein Pro. Wundervoll. Das ist halt so ein Klassiker, ne? Von einem Panzer getroffen. Das ist wie ein Mario Kart. Es gibt leider keinen blauen. Also ich habe bisher noch keinen blauen Panzer gesehen in dem Spiel. Kann ich auf jeden Fall so sagen. So. Aber ich finde sowas sehr viel angenehmer als die normalen Spiele. Und ich würde auch sagen, wenn ich doch sowieso den ganzen Shit... Oh, Kupo. Ja, wenn ich den ganzen Shit doch sowieso nur für ein... für eine Sportart freischalte. Was soll ich mir denn dann die Mühe machen und dann darauf pochen, dass gerade die richtige Sportart kommt? Ich meine, das ist halt so unnötig. Für Volleyball auch noch. Ich finde, das ist sowas von verschwendet. Ja, wie kommst auch immer du mit deinem Pilz da dran, ey? Es gab schon ganz andere Leute, die mit ihren Pilzen woanders hin können. Kupo, du musst das übernehmen. Okay, ich werde den jetzt den Pilz rüberschicken. Die Banane. Wundervoll. Nur Banane. Wie die Franzosen sagen. Heißt bestimmt komplett anders auf Französisch, aber ja. Matchball. Das ist der Matchball. Ich hole ein Item und dann werfe ich ihn auch ab. So. Thank you very much. Ich weiß nicht, ob ich Luigi auch schon beim letzten Mal genommen habe. Also im letzten Part. Und jetzt haben wir den Pokal. Das ist... Ich würde sagen, zukünftig werden wir diese Geheimgänge im Völkerball machen. Und dann zeige ich diese Minispiele. Es sind halt ja wirklich nur Variationen von den normalen Spielen. Entweder oder halt gibt es halt diese Minispiele. Die Minispiele zeige ich dann in einem separaten Part. Wir können jetzt schon ein paar durchnehmen. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich bin davon ausgegangen, dass ich für alle jetzt das Ding freischalte. Es ist extrem
Ich habe das auch mehrfach betont. Jetzt komme ich mir halt einfach komplett wie ein Lügner vor oder sowas. Aber, ja. Vielleicht habe ich das früher auch gedacht und habe mich dann nochmal, habe mich dann in früheren Jahren, ich glaube mit 12, als das Spiel herauskam, habe ich mich dann ja halt auch verarschen lassen. Nee, ich will jetzt nicht am nächsten Turnier teilnehmen. Das ist mir jetzt auch zu blöd. Dann mache ich lieber auf schwer Völkerball. Das, was ich auch gerne spiele. Muss ich mich nicht quälen. Okay, Party-Modus, das war nämlich das Besagte. Wir haben jetzt den Witzkopf, das Witzkopf-Hockey gemacht. Was ich das letzte Mal hatte, das war die Fütterungszeit. Und die können wir uns jetzt mal eben antun. Achso, nee, ein Spieler. Wie viele gegen wie viele? Okay, anscheinend ist das nur 2 gegen 2. Wir haben die Weiß... Nee, haben wir nicht. Das ist ja nicht Völkerball. Okay, nehmen wir das Dream Team, ne? Und dann kann man zufällig wählen. Ich kann zufällig. Ich mach meine Augen zu und dann. Keine Ahnung. Didi anscheinend. Ja, okay, das ist so. Okay. Stärke. Nehmen wir mal normal. Ich will es einfach nur zeigen. Ach so, es gibt auch verschiedene Docks, verschiedene Flächen. Der Zwei-Punkte-Bereich ist größer, sodass das Punkten einfacher ist. Schnappt ihr tiefer hängende Früchte und sammelt sie auf. Punkten explodieren. Okay, das sind halt anscheinend mehrere. Vielleicht kann ich das dann doch in einem separaten Part machen. Ja, wisst ihr, worauf ich Bock hab? Einfach mal... Nee, wir haben jetzt das Witzkopf-Hockey gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir da weiter. Oder nicht? Hitzkopf. Nicht Witzkopf. Witzkopf ist nicht mal ein richtiger Begriff. Aber Mori hat beim letzten Mal so gut gedient, der darf auch Truppenführer sein. Er hatte dieses Ei entführt. So. Sorbeme hatten wir beim letzten Mal. Dann nehmen wir jetzt das Rüpel-Rafting. Einfach mal nebenher. Und dann werden wir noch einen ganzen Part einfach nur damit verbringen, die anderen Minispiele zu spielen. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Ja. Dafür, dass man halt nichts von den anderen Sportarten so viel sieht. Ja, ich versuche noch ein paar Sachen im Völkerball zu vervollständigen und das war's dann im Grunde. Du bist in meinem Team. Was willst du von mir? Yoshi! Er ist nicht in meinem Team. Ach so, er ist mein Gegner. Ja, so kann man es halt auch verstehen, ne? Boah, okay, ich verkack hier echt gerade mega. So. Ja gut. Ich muss den King hier einmal runterdonnern, ne? Oh Gott, ich fall runter, ja. Kann man noch nicht... Ich muss den King runterdonnern. Er heißt jetzt Yoshi. Eigentlich muss ich den einfach nur irgendwo hin donnern. Oh shit, jetzt bin ich erledigt. Ja, man hat auch keine Chance mehr, wenn man einmal getroffen wurde. Dass diese kreisrunde Platte einfach nur so aufgebaut. Dass man sofort runterfällt. Also man muss schon... in einem sehr komischen Winkel fallen. Wundervoll, zwei auf einmal. Weg da! Verschwindet! Das ist meine Krone! Ich bin der Herrscher! So, ich bin der Herrscher. Okay. Also es macht schon irgendwie Bock. Muss ich sagen. So ein bisschen. Besser als Volleyball ist das jetzt ja nicht. Als Volleyball. Ich vertausche das auch immer, weil beides mit V anfängt, ey. Besser als Völkerball ist das jetzt ja nicht, aber können wir das Spielfeld ändern. Nur um das mal eben so gezeigt zu haben. Feuerberg. Irgendwas mit einer Lavafontäne habe ich gelesen. Da, Mori, der sind wir.
Le Feuerberg, wie die Franzosen sagen. Und da spielte der kleine Mogri mit seinen Freunden. Ciao. Weg mit dir. Wenn man einfach mal komplett voll macht. Weg mit euch beiden. So muss das nämlich. Okay, das war dumm. Also das war nicht zutreffend. Nein. Wundervoll. Punkten müssen wir. Punkten. Ah. Okay, der wird uns alle... Ja, der Junior. Da wird nur einer übrig bleiben. Wundervoll. Irgendwas passiert da. Achso, eine Fontäne. Da habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, wenn man sich schon mal vorbereitet, ne? Auf den großen Ansturm. Ist das alles... Fuck. Weg da, Mogri. Gerade noch so. Das ist mein Punkt. Ja. Ist halt auch nicht schwer. Was passiert, wenn wir hier drin sind? Okay, das ist halt so wie in Bowsers Festung. Also, doch, Bowsers Festung heißt das Brett. Das Brett. Mario Party. Nee, da verbrennt man sich halt einfach. Und fällt von der Kante eventuell. Okay, wundervoll. Man merkt, ich bin begeistert. Ja, ist der Part ein bisschen kürzer, ne? Ist vielleicht auch mal ganz gut.